ich baue definitiv noch einiges da an Düsen ran. Und an Tanks vor allem. Tanks sind noch wichtiger fast. So, der sieht auch interessant aus. Hat der Propeller oben drauf? Okay. Der sieht cool aus. Er sah cool aus. Ah, wie durch die Batterien immer alles kaputt geht, ey. Ganz ehrlich. So, komm her, Kollege. Ah, die werden wirklich immer cooler und anspruchsvoller, was man da als Gegner hat. Was hatten wir da in der Mitte? Okay. So, das muss ich jetzt nicht unbedingt... Wobei, da ist eine Düse. Das sind mehrere Düsen. Einfach so draufknallen kann ich die nicht, ne? Nee, da muss ich weiter nach oben bauen. Könnte echt überlegen, ob ich die Magneten komplett wegmache. Yo, oh, das sieht richtig krass aus. Das sieht wirklich interessant aus. Der hat oben irgendwelche Windturbinen oder so, hä? So, alles drauf. Aber nichts, was wir nicht bewältigen könnten. Mit unserem neuen Werk. Ja, guck mal, da liegt doch was schon. So, hätten wir. Okay. Das sammle ich auf jeden Fall alles ein. Ich habe meinen kleinen Kollegen vergessen. Der steht da noch rum da hinten. Hab ich das Ding dran geknallt? Ja, ist dran. Okay, alles klar. So, da haben wir schon die nächste Quest gleich. Dum, 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 dum. Krass, dass so ein GSO mit so Riesenreifen so abgehen kann. Ah, guck mal hier! Neue Bekleider. Da hau ich erstmal auf dich drauf, ja, was weiß. So, folgen. Den machen wir dann auch noch ordentlich, unseren Bekleider wieder. Wir müssen... Hatten wir nicht hier ein Fragezeichen irgendwo? Scheiße, jetzt weiß ich es nicht mehr. Na gut, machen wir zum Ausrufezeichen. Noch solche Riesen. Noch mehr. Schilde sind noch bei 40%. Ja, die sehen krass aus, aber ich glaube jetzt nicht, dass die mich weghauen, oder? Geh mal drauf. Guck mal, die können doch kaum fahren. Wir gehen einfach drauf. Ja, die können doch gar nichts machen. Also das ist krass, ne? Die Riesenteile hier, die sehen immer gefährlicher aus, als sie sind. Oh, okay, hätten wir auch. Übelst viele Teile wieder. Also das sind mindestens 30.000, 40.000 an Geld oder so, wenn ich das dann recycle. Gucken, ob wir das alles mit einem Schlag bekommen. So hier. Yeah. Noch mehr Teile, bitte. Da ist sogar das schwarze Loch ein bisschen überfordert. Kollege, du hast hier irgendwie ganz viele Teile an dir dran, die nicht dir gehören. So, ja, den Reifen würde ich auch noch mitnehmen. So. Na komm, holen wir hier mal so einen Laserbohrer vorne dran. Der Laserbohrer ist sogar im Schutzschild drin und im Reparaturschild. Okay, das ist gut zu wissen. So, okay, nice. So, alles klar. Dim, dim, dim. Bäume, dim, dim. Das hier müssen wir machen. Wie weit ist denn das weg? 500 Meter. Die haben wir doch in 10 Sekunden zurückgelegt, indem wir einfach mal aufs Gas drücken. Nice. Ach, scheiß drauf. Das sammeln wir jetzt auch noch ein. Nein, nicht unter mich. Nicht unter mich fahren. So. Lass mal ganz schön den gelben da kühlen. Der hat viele Mörser.
Nee, der hat viele Kanonen, so sieht's aus. Was denn? Habe ich ein bisschen unterschätzt, weil ich habe den auch von der Seite gesehen. Das war eine optische Täuschung. Okay, hör mal auf. Schilde unter 40%. So, lass mich raten, es kommen wieder Feinde. Ja, ich weiß, ich bin ein Blitzmerker. Nur der Kleine da vorne? Okay, mehr nicht. Hey, das ist schon tot. Aber gleich, jetzt. Oh nein, da kommt noch mehr. Na gut, was soll's. Werden schon nicht so groß sein, oder? Den Hammer. Den Hammer auch. Okay. Boah, das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Aber wenn wir jetzt schon so schnell sind mit den Düsen, mit dem Geotech, dann will ich nicht wissen, wie schnell wir dann sind, wenn ich mir so ein Venture Hawkeye Hybrid baue. Das wird richtig geil, glaube ich. So, der muss gleich down sein. Achtung, der hat Batterien, der wird explodieren. So, okay, dann erstmal. Aber wir sind auch so deutlich schneller. Wir sind nicht mehr so krass überladen wie davor. Das merkt man auf jeden Fall. Die Schilder halten noch bei dir, bei meinem Begleiter, oder? Ja, sieht gut aus. Hier hätten wir. Nice. So, jetzt muss ich definitiv Batterien aufladen. Komme ich nicht drum herum. Ah, sehr gut, neuer Tank. Ah, hoffentlich kriegen wir noch größere Tanks über die Zeit. So, hier wollte man einen hinsetzen. Falsch rum. So, hier. So. Sag mal, haben wir mittlerweile nicht so ein mobiles Ding, wo wir verkaufen können? Ich glaube fast. Menschenempfänger. Nee. Hier, mobile Lieferungskanone. Was ist das? Da können wir das natürlich nicht weiter verarbeiten. Das ist ein kleiner Nachteil. Aber scheiß drauf, oder? So, nu? Wartet mal. Sie ist mobil. Mobile Lieferungskanone steht da. Alles klar, Leute. Jetzt funktioniert's. Ich muss einen Empfänger dran setzen. Okay, nice. So gut. Wir haben ja zwei mobile Kanonen. Wartet mal, ich auf die andere Seite auch mal noch eine. Vielleicht kann das auf jeden Fall nicht sein. Das ist ja richtig genial. Machen wir so hier. Da hinten ist ein Hawkeye. Na, oh, den Kill will ich haben. Drauf.
Schneckern. Okay. Sau. Ah, geil, haben wir gleich noch die Mission gelöst. Die Teile würde ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne noch einsammeln. Ist das ein Tank? Nee, ist irgendwas anderes. Alter Schwede. Okay, ich mache mich noch ganz schnell voll, dann sammle ich das auch noch ein. Ah, das ist so gut mit der mobilen Kanone. Das ist toll. Ey, wir werden jetzt richtig Asche machen. Einfach nebenbei. Das ist großartig. Benjamin war das gewesen. Okay, der ist auch tot. So gut. Ja, warte mal, lass mal eben die blauen Kristalle da einsammeln. Mal sehen, ob ich die treffe. Ah, bin ich so. Warte mal, der Block ist im Weg, glaube ich. Jo! Treffe ich. Nice. Weil der war nämlich ziemlich niedrig gewesen. Die habe ich davor nie getroffen, die Teile. Ah, guck mal, hier ist eine geothermale Quelle. Ist leider noch ein bisschen ungünstig, weil ich mich gerade aufgeladen habe. Das lohnt sich jetzt nicht. Leute, wir wollen ja eine Base bauen. Ah, ich will jetzt erstmal noch nicht Base bauen. Ich will jetzt erstmal weiter Text schreddern. Aber das machen wir dann auch noch. Und lass mal jetzt noch ein bisschen Geld sammeln hier. Da müssen wir eigentlich hin. Aber das ist gar nicht so schlecht. Dann machen wir dahin, machen die Blatt. Dann sammeln wir die ganzen blauen Kristalle ein, die wir dann sofort verkaufen können. Und dann machen wir dann darüber. Da haben wir jetzt auch schon noch 4000, haben wir es auf Stufe 4. Ich halte trotzdem erstmal ein bisschen Sicherheitsabstand, weil der in der Mitte ist gar nicht so ungefährlich. Alter Schwede. Ja, der übelste Mörser da oben. Also ich will unbedingt auch noch ein paar Mörser haben, glaube ich. Also ein bisschen mehr Feuerpower, was Mörser angeht, kann glaube ich nicht schaden. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Jedenfalls baue ich den eine Reihe weiter nach hinten. Und ziehen hier noch eine 2er, 3er oder 4er Reihe Mörser dann dahin. Hätte ich eigentlich Bock drauf. Müssen wir mal gucken. Ja, treffen mich immer noch nicht. Das geht. So, der ist auch down. Jetzt den Kollegen noch. Oh nein, der geht auf meinen Kollegen. Der geht auf meinen Freund. Der zwar die ganze Zeit meinen Tech rammeln will, aber egal. So, okay, das sammle ich auf jeden Fall auch ein. Also dann machen wir irgendwann mal eine große Recycling-Action. Dann haben wir dann richtig, richtig Asche. So, bam. Ja, so mittig irgendwie, bitte. Thomas. Hier hin. Thomas. Hier hin. Mann. Thomas, hier hin. Okay. So. So. Muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwie noch mehr Empfänger ransetzen möchte. Aber es geht eigentlich. Es geht. Aber so ein bisschen mehr wäre gar nicht so verkehrt. Alter, was hält denn der aus, der Kleine? Schon wieder über 20.000, nice. So. Okay, Leute, machen wir weiter an der Stelle. Also ich muss ja wirklich sagen, das hat man wahrscheinlich jetzt auch mitbekommen, ich bin ja bisher doch relativ zufrieden, so wie der Tech aufgebaut ist. Ein was würde mir aber irgendwie noch besser gefallen, und zwar würde ich sehr, sehr gerne die Feuerpower noch ein bisschen erhöhen. Ich will es jetzt nochmal testen, wir probieren das einfach mal aus. Und zwar würde ich gerne vorne eine Reihe ransetzen, beziehungsweise das noch ein bisschen optimaler bauen, sodass wir mehr Platz für Waffen haben. Ich würde das einfach mal ausprobieren, wir testen das einfach mal. Beziehungsweise, wartet mal, da vorne ist noch ein Ausrufezeichen. Das können wir, wir haben ja richtig viele Quests jetzt. Machen wir erstmal das hier schnell. Und im Anschluss würde ich nochmal gucken, dass ich den vielleicht noch ein kleines bisschen ausbaue. Aber ich muss halt aufpassen, ne? Wenn man es übertreibt mit dem Spaß, dann
kann es auch sehr, sehr, sehr schnell sein, dass man verschlimmbessert und so. Aber wir probieren einfach mal aus. Ich würde gerne versuchen, die Feuerkraft noch ein bisschen zu erhöhen. Wobei die natürlich jetzt nicht so schlecht ist, aber es geht, glaube ich, noch besser. Und es würde auch Sinn machen, weil wenn ich mir so die Schilder angucke, also hier die Schutzschilde, die können ruhig so ein kleines Stück nach vorne gehen. Also ich glaube, so ein Viererblock nach vorne setzen, das könnte gar nicht so schlecht sein. Und dann könnte man halt noch viel, viel, viel mehr Waffen ransetzen. Nice. Neue Düse. Warte mal, nochmal testweise. Nein. Nein. Ja. Oh, richtig nice. Boah, das geht ja jetzt noch deutlich besser ab, ey. Das Ding ist ja übel. Ey, ich hätte aber auch sehr gerne mehr Tanks. Ne? Unbedingt. Was ist das hier? Ah, das ist ein Silo. Ein großes Silo. Alles klar, okay. Das würde ich gerne einstecken. Aber lass das mal ausprobieren. Wir testen das mal eben. Ich baue den jetzt gleich mal noch ein kleines bisschen aus hier. Wenn es scheiße ist, dann mache ich es ja wieder rückgängig. Aber wir werden es ja sehen. Ach ja, und die Base würde ich gerne mitnehmen. Wartet mal, wir machen mal... so hier. Ah ne, halt. Ich kann das einfach abbauen, ne? Ich muss das nicht kaputt machen. Oh ja, der Beam, der will mal alles kaputt machen. So. Und was ich auch sehr gerne noch hätte, ist irgendwie hier hinten, würde ich gerne... Wartet mal, ich nehme mal so ein Ding. Das Problem ist, dass sie keine Snap-Points haben hier, diese Empfangsstation. Ne? Also muss ich einen Vierer nehmen oder so. Ich würde jetzt sehr, sehr gerne hier noch mehr Empfangsstationen ransetzen für die Verkaufsdinge. Also zumindest, weiß ich nicht, noch ein, zwei Slots mehr wäre eigentlich ganz geil. Müssen wir mal gucken. So, hier, das würde ich auch gerne noch mitnehmen. Das hier würde ich auch gerne mitnehmen. So gut, Leute, wie gesagt, ich baue mal ein bisschen aus, ne? So gut, ich glaube, damit kann ich erstmal leben. Die Feuerpower haben wir jetzt ungefähr verdoppelt, würde ich sagen. Und wir sind jetzt nicht wirklich langsamer oder so. Wartet mal. Ne, das geht immer noch relativ flink voran. Ist in Ordnung, damit kann ich leben. Es kann sein, dass die Wendigkeit ein bisschen schlechter geworden ist, aber ich glaube fast gar nicht. Ich glaube, das gefällt mir ziemlich gut jetzt. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht weiß, ist hier habe ich jetzt noch Slots frei. Hier könnte ich noch irgendwas reinknallen. Die Mörsergeschütze schießen da leider nicht. Weil hier schon Mörsergeschütze sind. Ne? Müssen wir mal gucken, was wir da hier noch einsetzen wollen. Müssen wir schauen, ich weiß es noch nicht. So gut, dann würde ich vorschlagen. Sag mal, können wir eigentlich das hier nicht auch hier unten hinsetzen? Das würde auch gehen, oder? Aber eigentlich mag ich ja die Batterieanzeige hier. Wir können sogar sagen, wir bauen hier noch eine Batterie oben drauf. Das ist ja auch eine Variante. Ah, das ist sogar noch besser, finde ich. Machen wir so hier, das ist auch okay. So, dann können wir hier noch überall Tanks hinsetzen.
Hier oben genauso. Also wir haben einfach nochmal mehr Slots für Tanks, das gar nicht verkehrt ist. Und hier unten würde ich noch Düsen hinsetzen wollen. Was ist denn das eigentlich? Ist das GSO? Ah, hier ist es. Ah, die sind gar nicht so teuer. Okay. Eins, zwei. Machen wir es mal zwei Stück. So, dann hier eins hin. Und hier noch eins hin. Alter, was geht?